Hallo und Servus, seit langer Zeit mal wieder melde ich mich auch. Seit Oman ist nicht viel passiert bei mir. Arbeit und ansonsten 2 Wochen Griechenland war ich auf Kreta, aber radeltechnisch überhaupt nichts. Jetzt wollte ich mal die Radelsaison so ein bisschen einläuten, indem ich einen kurzen Overnighter mache, irgendwo in den Bergen oder vielleicht ein bisschen davor. Mit dabei ist dieses wunderbare und zum Teil neue Radl, nämlich die Laufräder sind neu und so ein, zwei Kleinigkeiten. Dieses Radl ist dabei. Was ist noch dabei? Ganz schrecklich und ungewohnt, wahrscheinlich auch für euch zu sehen. Ich habe einen Rucksack an. Den Rucksack habe ich eigentlich nur an, damit ich meine Kamera gescheit transportieren kann. Die will ich irgendwie nicht so ganz in meinem Radl transportieren. Womöglich finde ich da mal noch eine Möglichkeit, irgendwie in den Rahmentaschen, aber ist mir nicht ganz so recht. Genau, ich bin an der Isar unterwegs, ungefähr auf Höhe vom Georgenstein nach München. Und es war krasses Hochwasser. Es ist jetzt nichts Übertriebenes überschwemmt worden die letzten Tage, aber es ist jetzt der zweite schöne Tag nach wirklich heftigem Regen, vor allem im Voralpenbereich. Und deshalb schaut die Isar auch so aus. Die Radwege sind zum Teil überschwemmt. Sie waren alle gesperrt, aber müssten oder sind hoffentlich alle offen. Und ja, ich fahre jetzt einfach mal so Richtung Silvenstein und dann schaue ich, was so weitergeht. Jawohl, ich hoffe, dass ich euch ein paar schöne Eindrücke verschaffen kann und natürlich auch mir. Und sag dann schon mal viel Spaß beim Video anschauen. Macht es gut! So schauen die Radwege aus, wenn man von München nach Schäftland fährt. Richtig schön, gut bevölkert natürlich auch am Wochenende. Aber ja, richtig toll. Buchenwälder und so weiter und so fort. Toll. Links ist die Isar, man sieht sie jetzt noch gerade nicht. Schon sagen, weiter als gewohnt. Wie viel Wasser das ist, was da durchfließt. Bis es tut mir leid. So am Silvenstein angekommen. Davon seht ihr den Damm. Hier seht ihr mich. Ich bin schon ein bisschen kaputt, muss ich sagen, oder K.O. oder was auch immer. Es wird schon noch weitergehen, aber ich wollte ja nur ungefähr so um die Gegend. Ich suche mir jetzt hier was Schönes. Man sieht auf den Bergen selber, da ist noch gut Schnee. Aber mal vielleicht da auf der anderen Seite irgendwo. Zum Teil sind da ja Wanderwege, aber ich fahre jetzt erstmal über die Brücken drüber, Richtung Fall heißt es. Und ja, geil. Dann, ich habe jetzt auch langsam mal einen guten Kohldampf, wo ich eigentlich so viel gegessen habe. Aber Urlaub.
weil fast alles überschwemmt ist, finde ich nichts Geiles zum Übernachten. Ich habe natürlich auch Ansprüche. Nach 7. Ich bin vollends erwacht. Die ganze Nacht war natürlich das Motorrad. Ist klar, irgendwelche Geräusche und irgendwas, was man hört. Und die Matratze hat ihr Übriges getan. Aber mir geht's gut. Ich mache mir jetzt mal ein Kettchen und dann vielleicht gibt es dann noch was zum Frühstücken. So, bei mir geht es jetzt weiter. Das ist Szene. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, soll ich über den Tegernsee heimfahren oder sollte ich vielleicht einfach die Isar zurückfahren oder über den Kochelsee. Jetzt habe ich den Tegernsee ausgemacht. Ich habe jetzt dummerweise kaum noch Batterien im Navi drin. Muss ich ein bisschen schauen, dass ich das so alles so finde, wie ich meine. Und ja, genau, schön war's. Trotz zu wenig Schlaf ist man irgendwie ganz anders energetisiert. Wie wenn man irgendwie daheim schläft. Also, keine Ahnung, vielleicht hatte ich zusammenhängenden Schlaf irgendwie 2 Stunden oder so. Wenn ich jetzt hätte arbeiten müssen heute und ich daheim gepennt hätte, glaube ich nicht, dass ich da so fit wäre, wie ich jetzt gerade bin. Also, wie oft bin ich den Weg hier schon gefahren? Richtung Kreuz. Und jedes Mal wieder einfach wunderschön. Ganz häufig in meiner Kindheit war ich hier mit dem Radl unterwegs. Wunderbar. Was will man mehr? Was will man mehr?
selbst wenn man nicht viel Berge fahren kann oder da nicht so gut ist, ist so eine Strecke hier perfekt. Mal schauen, muss ich hin. Was will man mehr? Für so einen kleinen Overnighter, den man so einschiebt zwischen der Arbeit, Familie, Freundin, Frau, was auch immer, ist das doch perfekt. Einfach für eine Nacht raus. Im Optimalfall. Im Optimalfall das Radl frühzeitig packen. Mittags aus der Arbeit raus. Nächsten Mittag wieder in der Arbeit sein.